Verbraucherschützer haben mal wieder Versicherungspolicen angeschaut und für 10 Policen eine absolute Nicht-Empfehlung ausgesprochen. Also Policen, die man nicht abschließen soll. Und ich habe das Ganze jetzt mal hier für euch aufgemacht und werden diese einzelnen Policen mal durchgehen und bewerten, ob das wirklich so korrekt ist oder ob die ein oder andere Empfehlung vielleicht ein wenig zu pauschal und auch zu kurz gedacht ist. Denn ich muss leider hiermit dazu sagen, dieser Artikel, gut, der Artikel kann jetzt nichts dafür, der hat das ja nur aufgegriffen, aber die Meinung, die hier verbreitet wird, ist in vielen Fällen auch wieder nur das, nämlich Meinung, es fehlen Fakten und vor allem ist es sehr pauschal und es wirft mal wieder die Frage auf, wer schützt eigentlich die Verbraucher vor den Verbraucherschützern? Aber das ist ein anderes Thema. Wir steigen mal direkt ein hier auf Platz 10, da landen die Reiserücktritts Versicherung. Und was jetzt an der Stelle ganz spannend ist, meine Eltern haben eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen vor wenigen Wochen für eine Reise und haben die tatsächlich nutzen müssen. Meine Mutter ist 4 Tage vorher mit Schmerzen aufgewacht, ist zum Arzt und dann wurde festgestellt, sie hatte sich was gebrochen. Ich glaube, ein Wirbel war es gewesen. Sie konnten die Reise nicht antreten. Die Stornokosten waren schon relativ hoch, also vom Reiseveranstalter gab es eben hier nicht den vollen Preis zurück, sondern nur sehr, sehr wenig. Und die Reiserücktrittversicherung hat tatsächlich den Rest bezahlt. Und wir reden hier von knapp 3000 Euro. Und die Versicherung an sich hat knapp 80 Euro gekostet. Würde man jetzt, wenn man meine Eltern fragt, die Antwort bekommen, ob diese Versicherung überflüssig war, dann werden meine Eltern natürlich sagen, nein, die hat uns hier den Hintern gerettet. Heißt, eine Reiserücktrittversicherung ist in vielen Fällen vielleicht nicht so sinnvoll, weil der Preis für die Versicherung nicht im Verhältnis zum Wert der Reise steht. Ja, aber ich habe jetzt von vielen schon mitbekommen, auf dem Freundeskreis, die Kinder haben. Wir haben jetzt auch einen Sohn. Wenn man Kinder hat, sagen die alle nie mehr ohne, weil das einfach so komplett unplanbar ist, wie ein Kind vielleicht krank wird. So, und dann hast du da mehrere tausend Euro in den Sand gesetzt. Und ja, Urlaub mit Kind ist teuer. Also in solchen Fällen durchaus sinnvoll. Pauschal davon abzuraten oder fraglich, schlechtestens falls sogar nutzlos, das Ganze zu bezeichnen. Und hier Versicherer leisten nur, wenn die vertraglich definierte Risikoperson unerwartet schwer erkrankt ist. Versicherer prüft erst im Leistungsfall, ob eine Erkrankung schwer und unvorhersehbar. Also das ist mir alles zu pauschal. Ja, diese Klauseln, diese Bedingungen, die sind in vielen Fällen auch viel kundenfreundlicher ausgelegt. Und das ist vielleicht auch mal allgemein ein Punkt zu dem Thema, der mich massiv aufregt. Wenn irgendwo eine Versicherung hergezogen wird und die schlecht gemacht wird, gehen die ja nie her und nehmen so das beste Produkt, was es am Markt gibt, sondern es wird immer das schlechteste Produkt hergenommen, was es am Markt gibt. Und dann wird sich darauf eingeschossen und es wird so dargestellt, als wären alle Produkte schlecht. Ja? Vor allem bei auch privaten Rentenversicherungen ist das immer der Fall. Aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Die sind nämlich hier auch mit dabei. Also, dann schauen wir mal weiter. Von sogenannten Kleinstversicherungen wie Brillen, Ticket oder Sportgerät, Policen raten die Verbraucherschützer ab. Das Verhältnis zwischen Versicherungsbeiträgen und der tatsächlichen Leistung sei nicht angemessen. Würde ich zustimmen. Ja? Also, so eine Brillenticket, Sportgeräteversicherung, ne, ist das wirklich ein großes finanzielles Risiko, was du selbst nicht tragen kannst, wenn der Fall der Fälle eintritt? Ich glaube nicht. Ja? Und deswegen würde ich das hier ähnlich sehen. Es gibt ein paar ambulante Krankenzusatzversicherungen, ja, wo auch Brillen mit dabei sind, wo vielleicht Heilpraktiker mit dabei sind. Wenn man die wirklich nutzt, ja, und jährlich ausschöpft, was die Versicherung zahlt, macht man hier sogar ein Plus. Also da bekommst du mehr Versicherungsleistung, als dass du Beitrag zahlst. Kein Witz. Gibt's. Und sowas ist natürlich dann sehr sinnvoll, wenn du dich fragst, wie kann das überhaupt sein? Wie finanziert sich der Versicherer? Ganz einfach, Fitnessstudio-Modell. Ja, viele Leute melden sich im Fitnessstudio an, die wenigsten gehen hin, zahlen aber weiter den Beitrag. Das ist genau das Gleiche. Viele schließen die Versicherung ab, haben die Intention, ja, ich werde das nutzen, werde zu Heilpraktikern und Co. gehen und machen es dann aber nicht, reichen entsprechend keine Rechnung ein, kosten den Versicherer kein Geld, zahlen weiterhin Beitrag. Fitnessstudio-Modell. Ja, genau deswegen funktioniert das. So. Dann geht es weiter. Krankenhaus-Tagegeldversicherung. Die Leistungen, die versprochen werden, sind fraglich und es wird auch kein Risiko abgesichert, was irgendwie den Lebensstandard gefährde. Sehe ich auch so. Ja, das ist so nice to have. Ja, wenn du pro Krankenhaus
Tag, wo du dort bist, stationär, weiß ich nicht, 40 Euro bekommst, ja, davon kannst du dann dein Internet bezahlen oder Essen dort, ja, weil das Krankenhausessen leider immer irgendwie noch scheinbar echt nicht gut ist. Aber es ist keine essentielle Versicherung. Auf dem 7. Platz haben wir die Reisegepäckversicherung, also schon wieder eine Reiseversicherung. Und hier habe ich auch schon oft in meinen Videos erwähnt, falls du mir schon länger folgst, dass ich davon auch nichts halte. Ja? Die leistet wirklich nur in Ausnahmefällen, ja, grob fahrlässiges Verhalten muss vorliegen und das musst du erstmal nachweisen. Ja? Und also macht in meinen Augen keinen Sinn. Du hast ja Schutz im Ausland, in zum Beispiel im Hotel oder Airbnb, über die Hausratversicherung. Deine Hausratversicherung in Deutschland, über die sogenannte Außenversicherung, wenn jemand im Hotel einbricht zum Beispiel und dann deinen Laptop klaut, dann wäre das über die Hausratversicherung und die Außenversicherung versichert, weil darüber sind deine Wertsachen, dein Hausrat eben auch vorübergehend außerhalb der Wohnung des eigenen Versicherungsortes versichert. Genau, also. Und die wichtigsten Sachen, die teuren Sachen, solltest du eh am Körper haben, ja, oder in deinem Handgepäck oder so, deiner Tasche. Und deswegen, also halte ich auch nichts davon. Ich habe das übrigens in meiner Kreditkarte mit dabei. Ja? Also Reisegepäckversicherung, Reiserücktrittsversicherung. Ja? Das ist immer in meiner Kreditkarte in der Amex mit dabei. Ich verlinke euch einfach mal den Artikel hier unter dem Video, den ich mal geschrieben habe, wo ich die Versicherungsleistung der Amex so ein bisschen unter die Lupe genommen habe, wo ich echt teilweise ein sehr großer Fan davon bin. Gut, dann geht's weiter, ja, Elektronikversicherung, ja, beispielsweise Policen für ein Handy oder für irgendwelche Haushaltsgeräte, also TV, Kühlschrank oder so. Schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis wird hier vom Bund der Versicherten moniert und dem würde ich zustimmen. Ja, ich habe auch schon oft gesagt, also sowas wie eine Handyversicherung, eine Smartphone-Versicherung, eine Laptop-Versicherung, sorry Leute, ist nicht essentiell, ja, aber schließen viele ab. Es schließen tatsächlich viele eine Handyversicherung ab. Ja, jetzt kostet das Teil hier, was kosten die Teile mittlerweile? 1000 Euro und mehr. Klar, ärgerlich, wenn das kaputt geht. Aber dann sind so viele Leistungen auch ausgeschlossen und eben viele Dinge nicht versichert, wo man glaubt, dass die vielleicht versichert sind. Und dann zahlt man dann doch irgendwie vielleicht diesen Beitrag für die Füße. Genau. Unfallversicherung. Minusgeschäft für Versicherungsnehmer. Ja. Also, da geht es jetzt nicht generell um private Unfallversicherung, sondern um die sogenannten Unfallversicherungen mit einer Prämienrückgewähr. Auch da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Bin ich auch kein Fan davon. Das ist so eine Art Kombination aus Unfallversicherung mit Sparvertrag, ja. Das wird hier auch schon geschrieben. Und ja, nicht gut verzinst und so weiter und so fort. Und ich bin ja sowieso immer ein Freund davon, Risiko und Vorsorge im Sinne von Sparen, Investieren, trennen. Ja, da bin ich einfach ein Fan davon, auch bei der Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Das habe ich auch schon oft erwähnt. Ja, also deswegen kein Fan von diesen Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr, aber das klingt halt immer so gut. Hey, wenn nichts passiert, dann gibt es irgendwie Geld zurück. Da springen wir Deutsche halt immer drauf. Ja, und hinterfragen das irgendwie nicht. ja, genau. Also auch hier der Kollege Stefan Biel ist da kein Fan davon. Gut, dann haben wir noch das Thema Restschuldversicherung. Habe ich auch schon oft erwähnt. Bin ich auch kein Fan davon. Die sind wirklich richtig miese Policen, teilweise mit hohen Kosten verbunden, das Ganze. Also Restschuldversicherung kann ich auch auf gar keinen Fall empfehlen. Ja. So, dann zu den drei unsinnigsten Policen, ja, die da laut den Verbraucherschützern ganz oben stehen. Und jetzt wird es nochmal spannend. Also Platz Nummer drei, Ausbildungsversicherung, ja, zu teuer, unrentabel und unflexibel. Der Aufbau eines Vermögens sei mit ihnen nicht möglich, ein ETF-Sparplan. Die bessere Alternative kommt drauf an. Ja, es gibt neue Tarife, Ausbildungsversicherung. Vor allem, ich weiß auch genauer nicht genau, was sie damit meinen. Ja, so eine Kids-Police zum Beispiel, die ich jetzt für meinen Sohn abgeschlossen habe, finde ich brutal gut. Ja, wo sein Gesundheitszustand wurde quasi eingefroren, jetzt damals schon mit wenigen Monaten. Und er hat auf alle Fälle durch diesen Vertrag die Option, später eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung bei diesem Versicherer abzuschließen, ohne erneute Gesundheitsfragen. Das heißt, ich gebe ihm heute schon die hundertprozentige Möglichkeit, später mal so eine wichtige Versicherung wie eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abzuschließen. Ja? Wie viele Menschen gibt es, die eine abschließen wollen, es aber nicht mehr können? Ja? Und ich bin mir sicher, dass alle,
die das selbst durchgemacht haben. Genau dieses Problem, was vielleicht dann irgendwann mal aufkommt, ihren Kids vorwegnehmen wollen. Ja, und so habe ich das genau auch gemacht. Ich habe zwar eine BU auch selbst bekommen, aber unglaublich wichtig. Plus, es wird dann noch angespart, aber auch in ETFs, ja, kostengünstig. Und von daher ist das eine super Möglichkeit und würde da niemals her sagen, dass das pauschal schlechte Tarife sind. Dann Silber, Platz 2 im Negativ-Ranking, erhält die geldaufzehrende Kapitallebensversicherung namens Sterbegeldversicherung. Die Kritik der Verbraucherschützer, oft werde mehr eingezahlt, als am Ende die Hinterbliebenen bekommen. Das kann durchaus der Fall sein. Die Frage ist halt auch hier wieder, wie viele Menschen werden tatsächlich anderweitig Geld ansparen für genau diesen Fall. Ja? Und der Markt entscheidet das halt auch tatsächlich. Sterbegeldversicherungen werden zum Beispiel relativ oft online abgeschlossen, ja. Und da hast du auch noch so ein bisschen emotionales Thema mit dazu. Ja, die Leute, die das abschließen, ältere Leute, die einfach dann nicht wollen, wenn sie versterben, dass dann irgendwie eine finanzielle Mehrbelastung auf die Hinterbliebenen zukommt aufgrund der Beerdigung, schließen das ja eher aus dem Grund ab und teilweise dann eben nicht so ganz rational, eher emotional. Ja, und es ist halt einfacher, als dann vielleicht irgendeinen ETF-Sparplan anzulegen oder ja, weiß ich nicht, aufs Sparbuch oder sonst was, die Kohle. Also ich verstehe das schon, warum das abgeschlossen wird, aber klar, grundsätzlich, ja, macht es schon mehr Sinn, das Geld anderweitig zu sparen. Aber die Frage ist, macht man das dann auch wirklich? Und das muss wieder jeder für sich selbst entscheiden. So, jetzt kommen wir zum ersten Platz. Jetzt wird nochmal spannend. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen was auspacken. Bei den ersten Platz belegen, was tatsächlich abzusehen war, weil das immer so ist und es ist immer falsch. Es sind kapitalbildende Versicherungen wie Riester oder Rürup. Intransparente und überteuerte Kostenstrukturen sowie überzogene Langlebigkeitsrechnungen bei Rentenversicherungen führen dazu, dass die versicherten garantierten Leistungen geringer sind als das, was an Prämien eingezahlt wurde. So, wisst ihr, was das Spannende an diesem Satz ist? Er ist schlichtweg komplett falsch. Ja? Ich sage ja immer, man kann verschiedene Meinungen haben, verschiedene Sichtweisen auf Dinge. Das ist okay. Ja? Aber was halt nicht okay ist, sind zwei verschiedene Fakten. Ne? Es kann nur eine Wahrheit geben. Und in dem Fall ist das halt einfach eine falsche Aussage. Warum? Vor allem bezogen auf Riester. Du hast nämlich bei Riester immer später mal auf alle Fälle garantiert die eingezahlten Beiträge plus deine Zulagen. Das heißt, die Aussage, dass die garantierten Leistungen später mal geringer sind als das, was an Prämien gezahlt wurde, ist schlichtweg falsch, weil das sogar gesetzlich vorgeschrieben ist, dass das bei Riester eben genauso sein muss. Ja, dass du später mal mindestens die eingezahlten Beiträge plus die Zulagen erhältst. So, und da muss ich leider schon wieder die Kompetenz in Frage stellen, was dann alle anderen Aussagen angeht, wenn man sich schon scheinbar hier nicht wirklich gut auskennt. Ja, dann auch das Thema mit der Kostenstruktur. Ja, bei uns in der Beratung, wir bieten Tarife an, die haben eine Kostenstruktur von unter 0,7% an Effektivkosten pro Jahr. Also wenn da noch jemand herkommt und sagt, das ist zu teuer, sorry, also sorry, weil diese Kostenstruktur ist so niedrig, plus deine Anlage in ETFs mit niedrigen Vorkosten, plus die Leistung, die du vom Versicherer bekommst, weil das wird irgendwie immer vergessen, der Versicherer leistet dir auch was im Gegensatz dazu, ja, die lebenslange Rente. Absicherung deines Langlebigkeitsrisikos. Ja, es ist ein Risiko, egal wie du es drehst und dich auf den Kopf stellst, es ist ein Risiko, das niemand von uns abschätzen kann, individuell betrachtet. Und dann noch, klar, Ablaufmanagement, ja, kostenloses Shiften der Anlagen und so weiter und so fort. Also du hast Leistungen hier mit dabei, hinterbliebenen Versorgung, die natürlich auch was kosten dürfen, aber auch die Kosten mittlerweile sehr günstig sein können. Man muss eben nur die richtigen Produkte kennen und die natürlich dann auch abschließen. Falls du hier keinen Ansprechpartner hast, übrigens an der Stelle kleiner Pitch, dann check gerne mal unsere kostenlose Online-Beratung aus hier unter dem Video, vor allem im Bereich Berufs- und Fähigkeitsversicherung, private Altersvorsorge und private Krankenversicherung. Können wir hier mit Sicherheit weiterhelfen. Gerne auch mal unsere Bewertungen im Vorfeld bei Google durchlesen. Also, dann der letzte Punkt noch, das Thema Rentenfaktor, dass der gesenkt wurde nachträglich. Da kurz ausgeholt, was ist damit gemeint? Eine vorgebundene Rentenversicherung hat einen Rentenfaktor mit dabei. Der kann zum Beispiel 25 lauten pro 10.000 Euro vorhandenem Kapital.
Dadurch wird später mal deine monatliche Rente, die du lebenslang bekommst, kalkuliert. Also wenn du mal beispielsweise 100.000 Euro in dem Vertrag drin hast, der Rentenfaktor ist bei 25 pro 10.000 Euro Kapital, dann macht das eine monatliche Rente von 250 Euro. Sehr vereinfacht ausgedrückt. So, wenn jetzt dieser Rentenfaktor gesenkt wird, auf 20 zum Beispiel, dann werden aus deiner monatlichen Rente von 250 Euro plötzlich nur noch 200 Euro. Und das ist natürlich echt uncool, ja? Und das hat der ein oder andere Versicherer gemacht, was wir als Makler auch extrem uncool finden und halt solche Versicherer tatsächlich einfach auch nicht anbieten. Wir achten darauf, dass der Versicherer vertraglich gar nicht die Möglichkeit hat, diesen Rentenfaktor zu senken. Die, die das tun, haben sich halt dieses Hintertürchen eingebaut in ihren Verträgen und haben das dann jetzt schon ein, zwei, vielleicht sogar dreimal gemacht mittlerweile zum Nachteil der Versicherten, ja? Aber das muss man halt im Vorfeld ausschließen. Das ist halt der Punkt, da muss man drauf achten und sollte sich da halt mit jemandem unterhalten, der da auch wirklich Ahnung davon hat. Und auch das wieder pauschal hier hinzustellen, dass das irgendwie bei allen so wäre, ist auch wieder falsch, ist eben nicht der Fall. Genau, also, so viel zu dem Thema, die 10 unsinnigsten Policen. Laut Verbraucherschützer, ein paar stimme ich zu, ein paar nicht. Wie siehst du das Ganze? Schreib es doch gerne mal in die Kommentare. Und vielleicht hast du auch irgendeinen Artikel, irgendein Thema, wo du sagst, Basti, hey, erzähl doch mal dazu was, wie ist deine Meinung dazu? Dann gerne hier auch hier unter dem Video verlinken. Ich freue mich auf eure Vorschläge.